Das ist die Lifehacks Show. Welcome zur Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Die DKB-Karte ist die beste Kreditkarte auf Reisen. Ich nutze sie selber, weil die Karte ist komplett for free und du kannst weltweit kostenlos Geld abheben. Geh jetzt auf www.dnx-berlin.de/dkb und sichere dir die kostenlose DKB-Kreditkarte. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Hier ist Norman von Markenkonstrukt FM. Mein Interviewgast heute ist Markus Meurer. Markus, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Bist du ready und startklar für unser Interview? Ja, ich bin mega startklar. Ich habe Bock, ich bin ready, ich bin motiviert. Lass loslegen. Sehr cool. Markus, ein kurzes Intro über dich von mir. Du bist digitaler Nomade, Unternehmer, Sportler und leidenschaftlicher Selbstoptimierer. Du liebst es, ortsunabhängig zu sein und hast mit deiner Freundin Feli seit über 3 Jahren in über 20 Ländern gearbeitet und gelebt. Ihr beide seid die Gründer der DNX, die Digitale Nomadenkonferenz, die es seit 2014 gibt. Du hast unter anderem oder warst unter anderem SEO bei Stepstone und was mich ganz besonders freut, du bist tatsächlich mein inspirierender Quell, überhaupt selbst einen Podcast zu machen, denn du bist selber Podcaster mit deiner Show Lifehack, also mit deiner Lifehacks Show für ein besseres und gesünderes Leben. Markus, das war jetzt noch ein kleiner Überblick über dich. Sag uns doch noch mal ein bisschen mehr über dich als Person privat. Also wer ist der Markus privat und was genau dein Business ist? Ja, also mittlerweile ist das Coole, dass die Übergänge fließend sind von Markus privat zu Markus Business. Das war nicht immer so. Ich hatte auch mal ein Corporate-Leben und war dann von 9 to 5 oder noch viel länger gerade zu meinen Agenturzeiten in den Büros und habe von Montag bis Freitag gearbeitet, meistens auch am Wochenende. Aber mein Leben war halt sehr davon bestimmt, was im Job gerade abgeht. Und mittlerweile ist so, dass ich selbstständig bin, dass ich ortsunabhängig arbeite, dass ich am Anfang für Kunden gearbeitet habe als Freelancer im Online-Marketing-Bereich und da speziell auch SEO. Und jetzt aber eigene Businesses gestartet habe, eigenes Unternehmen gegründet habe, unter anderem dann die DNX-Konferenzen organisiere, aber auch Coworking-Camps auf der ganzen Welt unter dem Brand DNX organisiere, den Podcast gestartet habe, zusammen mit meiner Freundin, mit der ich alle Projekte gemeinsam mache, haben wir einen der größten Reiseblogs in Deutschland gestartet, den wir auch monetarisieren, haben eine Jobbörse an den Start gebracht, also sind mega umtriebig. Und das beschreibt mich auch privat eigentlich ganz gut, dass ich mega viel Energie habe, mega viel Power, eigentlich sehr passioniert bin in den Dingen, die ich tue. Und ich liebe es, mich selbstständig zu hinterfragen, mich selbst zu optimieren, wie du eben schon in der Einleitung gesagt hast. Also dieses Lifehacking oder Biohacking, das ist so eins meiner Lieblingsthemen, weil ich sehr früh erkannt habe, dass Zeit eines der wenigen Güter ist, die du nicht erneuern kannst, die einmal da sind und das ist dann für immer weg, dieser Tag, wenn er einmal gelebt ist und deine Tage, die sind gezählt, es ist leider so und von daher investiere ich da sehr viel Zeit und Kraft, um zu sehen, wie ich mir meine Zeit am besten wieder selber zurückhole, weil das Leben ist einfach viel zu cool und viel zu schön, als dass man es irgendwo mit Sachen verschwendet, auf die man keinen Bock hat. Ja, absolut. Gibt es so einen Glaubenssatz oder so ein Erfolgsmantra für dich, was du so vor dir herträgst? Ja, ich habe ziemlich früh für mich das Mantra aufgesetzt. Das war noch zu meiner Studienzeit, Live Life to the Max. Damals hat es noch ein bisschen eine andere Bedeutung für mich. Da war ich halt sehr viel auf Partys unterwegs und habe so das Leben genossen, also immer am Limit gewesen. Und jetzt hat sich der Fokus so ein bisschen verändert, aber nach wie vor bin ich eigentlich gerne immer am Limit und die Speerspitze für bestimmte Sachen, wie jetzt mit meinem Podcast für das Lifehacking oder diese ganze digitalen Nomadenbewegung in Deutschland, die wir mehr oder weniger losgetreten haben und da immer noch sehr weit vorne als Meinungsführer agieren. Und das macht Bock und das treibt mich irgendwie an. Ja. Bevor wir da einsteigen, weil das ist genau das spannende Thema, auf das ich unbedingt noch hinaus will, vielleicht noch einen kleinen Schwenk.
Gibt es oder gab es in deinem Leben einen Moment, an dem du es so richtig schwer hattest oder wo du wirklich so für dich so einen Lerneffekt oder so einen Lernmoment hattest, der so dein persönliches Leben oder dein Business eben auch maßgeblich geprägt hat? Ja, schwierige Zeiten gibt es ja immer, gerade als Selbstständiger. Ich glaube, das weißt du selber am besten. Das ist ein ständiges Auf und Ab und das ist ein ewiger Kampf und kein Monat oder kein Tag, keine Woche ist so wie die andere und das ist immer so ein Gefühl von, ey, was kostet die Welt und ich kann alles erreichen zu, das bringt alles nichts, ich lasse mich wieder anstellen und morgen bin ich pleite und habe nichts mehr zu essen und dann werde ich sterben. Das ist echt ziemlich krass. Irgendwann lernt man dann damit besser umzugehen, aber am Anfang schlägt das echt ziemlich heftig rein. Ja. Und unabhängig davon gab es davor natürlich auch schon immer wieder Momente, zum Beispiel als ich mein Studium abgebrochen habe, damals in Münster habe ich BWL studiert, wo man dann denkt, man erfüllt gewisse Erwartungen nicht oder soziale Normen nicht oder gesellschaftliche Erwartungen. Und wenn das doch vielleicht alles so eintritt, was dir alle Menschen versuchen weiszumachen, wie wird das wohl alles weitergehen, wo werde ich enden? Und da gab es schon einige Krisen und Depressionen, aus denen ich mich dann aber immer wieder rausgekämpft habe. Und ich glaube, das ist aber ganz normal. Also es ist nie ein linearer, geradliniger Verlauf im Leben, egal in welchen Bereichen, ob es jetzt Gesundheit ist, ob es Beziehung ist, ob Sport, Ernährung, Job, alles, was dazugehört, gibt es immer wieder so Ups and Downs und immer, wenn du denkst, so, wow, das ist jetzt so das Optimum, nachdem ich ja, wie gesagt, auch immer sehr strebe, habe ich mittlerweile gelernt, dass das wirst du niemals für immer halten können. Es wird auch immer wieder andere Zeiten geben und dann ist es okay, damit umgehen zu können und dann wieder von neu loszustarten und loszulegen. Ja. Gab es denn in deinem Leben so den einen Aha-Moment, der dich dazu gebracht hat, das Leben zu führen, so wie du es heute führst? Also ortsunabhängig? Zu arbeiten und zu leben? Was war so da dieser eine Moment, der das, diesen Game Changer bewirkt hat? Ja, also es gab mehrere Aha-Momente. Bei mir kam das ja eigentlich alles zusammen, dass meine Freundin, die Feli, mit der ich ja auch das Business zusammen mache, dass die vom Reisevirus infiziert war und dadurch dann mich irgendwann mega inspiriert hat, auch mehr von der Welt zu sehen. Und gleichzeitig habe ich dann die Selbstständigkeit für mich entdeckt und habe gesagt, ich kann so nicht mehr weitermachen. Ich habe irgendwie viel zu viel Energie, habe ich dann auch gemerkt, gerade in Berlin wurde man dann von diesem Gründerumfeld gepusht, wo jeder so sein eigenes Ding macht. Und dadurch, dass ich in den Startups gearbeitet habe, habe ich dann auch gesehen, wie viel Know-how die anderen auf dem Kasten hatten und habe gedacht, ich kann das irgendwie auch selber, ich kann auch mein eigenes Ding gründen mit dem, was ich jetzt mir angeeignet habe. Und das kam irgendwie so zusammen. Also es war nicht ein Aha-Moment zu sagen, so okay, ich hau jetzt alles in den Sack und starte jetzt einen komplett neuen Lifestyle, sondern es kam irgendwie so peu à peu. Und habe dann aber, nachdem ich so die ersten Schritte in dieses ortsunabhängige Arbeiten gegangen bin und nachdem ich dann unterwegs gewesen bin in Südostasien für 6 Monate mit meiner Freundin und wir die ersten Kunden aufgenommen haben und dann die erste Rechnung bezahlt wurde und die ersten 3,50 € Affiliate-Einnahmen kamen über den Blog. Ja, sehr geil. Das habe ich so krass abgefeiert und ich weiß noch, wir waren damals noch unterwegs in Indonesien auf einer Nachbarinsel von Bali auf Kota Lombok, also wo das Leben echt noch sehr simpel und basic ist. Ich mag es auch immer gerne an einfachen Orten zu sein und da habe ich gedacht so, nee, ey, ich werde alles daran setzen, ich werde alles geben, alles, was in mir steckt, nie wieder in einen Job gehen zu müssen, wo jemand anderes bestimmt, wann du wo sein zu hast und wie lange du arbeiten musst und an was du arbeiten musst. Und das war, glaube ich, nochmal so der letzte Trigger und so das letzte Aha-Erlebnis zu sagen, ey, das ist es, das ist der heiße Scheiß, dieses ortsunabhängige Arbeiten. Und deshalb bin ich dann auch so öffentlich gegangen mit diesem ganzen Thema und versuche, so viele Menschen wie möglich damit zu erreichen und zu inspirieren. Ja. Ist wahrscheinlich auch, ich meine, im Zeitalter der Digitalisierung, ne, digitale Nomaden, das passt ja genau zusammen. Kannst du mal definieren, was ist ein digitaler Nomade für dich? Also was macht denn aus? Wie lebt und arbeitet so ein Nomade? Ja, per se, die Definition ist da ziemlich einfach. Das ist jemand, der mithilfe des Internets seinen Lebensunterhalt verdient und von daher ortsgebunden ist, also von überall arbeiten kann. Und das muss
nicht unbedingt das Reisen sein, was viele missverstehen, weil wir sind ja so ein bisschen die Speerspitze. Wir treiben es ja wirklich sehr auf die Spitze, indem wir gar keine Wohnung mehr haben, eigentlich ständig in der Welt rumtouren. Und das ist jetzt auch ein bisschen langsamer geworden, aber wir sind schon viel unterwegs. Wir schaffen es mittlerweile auch, an den krassesten Orten produktiv zu sein und da zu arbeiten. Haben beispielsweise Travelicia den Reiseblog aus den Philippinen gelauncht, in einem kleinen Fischerdorf El Nido auf Palawan, cool. Wo es bis 16 Uhr keinen Strom gab. Und da musste man sich einfallen lassen, wie man dann die Leute dazu kriegt, den Generator anzuschmeißen. Und trotzdem haben wir es von da gelauncht. Also das, das geht alles, wenn man will. Aber es kann ja auch sein, ich glaube, so wie du, der einfach die freie Zeit dann nutzt, von woanders zu arbeiten oder zu anderen Arbeitszeiten zu arbeiten oder von seinem Lieblingscafé oder wie zum Beispiel Pat Flynn aus den USA, der nutzt die neu gewonnene Zeit, seinen Sohn vom Kindergarten jeden Tag abzuholen. Und er ist der einzige Vater, der sich das leisten kann. Und er ist der einzige Mann, der da immer steht. Yes. Und das kann jeder so für sich einsetzen, wie er will. Für viele ist natürlich das Reisen, weil es mega spannend ist, für mich auch gerade. Aber das ist gerade eine Phase, das wird in 10 Jahren wahrscheinlich auch nicht mehr so sein, dass ich so viel um die Welt reise. Aber man weiß es nicht. Das ist halt immer nur so eine Momentaufnahme. Ja. Wie ist es so mit Disziplin? Ich meine, du musst ja sehr diszipliniert sein, um an den geilsten Orten der Welt überhaupt zu arbeiten. Ja, das ist ein wichtiges Thema. Ich würde sagen, das ist jetzt nicht Prio 1, wenn du startest als Selbstständiger oder als Unternehmer, dann sollte man auch mal dieses Feuer und die Flammen in alle Richtungen lodern lassen und das voll ausleben. Und von mir aus, also bei mir war es so, dass ich alle 3 Tage irgendwie eine neue Idee hatte und die einfach umgesetzt habe und gestartet habe und eine Domain registriert habe, eine Website aufgesetzt habe und gesagt, ey, das ist es jetzt. Irgendwann musst du dann aber an den Punkt kommen und dich fokussieren und zu sehen, okay, was funktioniert nicht, wo ist überhaupt eine Nachfrage? Das machen ja viele auch falsch. Die bauen erstmal Produkte, ohne mit der Zielgruppe gesprochen zu haben. Ja. Und da wird man irgendwann auch feinfühliger für. Und dann kommst du an den Punkt, das war bei uns so ziemlich genau nach 1,5 Jahren oder nach einem guten Jahr, wo du merkst, so einfach morgens Laptop auf und gucken, was in der Inbox reingekommen ist und über Social Media und dann zu hustlen und nur on demand quasi für andere zur Verfügung zu stehen, das funktioniert so auf Dauer nicht mehr. Du kriegst deine eigenen Sachen nicht mehr gewuppt, weil du dann irgendwann von diesen anfänglichen Entrepreneurial Fire so viel angeschoben hast, dass natürlich dann auch irgendwann die ganzen Sachen zurückkommen. So, und dann ist es ganz wichtig, dass du da Struktur und Routinen reinkriegst, dass du dich organisierst. Also ich bin echt ein totaler Fanatiker, was Struktur, Systeme angeht, Orga und nutze dafür zum Beispiel die Wunderlist, um mein Most Important Task am Vorabend schon rauszuschreiben oder zu taggen. Habe jetzt eingeführt, dass ich nur noch in Blöcken arbeite. Also gestern war beispielsweise Business Development den ganzen Tag, wo wir gerade an einem fetten Online-Projekt sitzen. Morgen ist dann den ganzen Tag Lifehacks. Heute sind Skype-Calls und Interviews. Am Samstag ist dann wieder Business Development und Operations. Am Sonntag machen wir jetzt mal so einen kompletten Day off. Das wird so das erste Mal sein, dass echt das iPhone auch einfach da liegt und gar nicht angefasst wird. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Ja, da bin ich auch gespannt. Ja, aber ansonsten habe ich noch eine ziemlich strikte Morgenroutine, die mir total hilft, eine Abendroutine. Also irgendwann kommst du an so einen Punkt, ich glaube, sonst gehst du auch unter als Unternehmer, wo du dich selbst organisieren musst, weil sonst bist du nur noch der Spielball für die anderen. Und sobald du in deine Inbox gehst und eine E-Mail beantwortest, bist du ja wieder jemand, der was für andere macht. Und letztendlich das, was dich voranbringt oder dein Business voranbringt, ist, wenn du Sachen machst, die den höchsten Impact für dich und dein Business haben und nicht, wenn du auf irgendwas reagierst. Ja. Ich verfolge ja jede Folge deines Podcasts und erzähl doch mal unseren Zuhörern hier, wie sieht denn so deine Morgenroutine aus? Okay. wenn du regelmäßig den Podcast hörst, weißt du ja, wie sehr ich darauf schwöre und vertraue. Ja. Und optimiere das Ding auch immer weiter. Also es ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, vom halben Jahr sah die noch ein bisschen anders aus. Ich strebe da immer sehr zum Perfektionismus an, den man wahrscheinlich nie erreichen wird. Aber jetzt heute, wir haben jetzt den 2. Juni 2016, ist die Morning Routine so, dass ich heute mit Sunrise aufgestanden bin in Tarifa. Mhm. Das ist natürlich auch immer eine Herausforderung, weil ich viel reise und letzte Woche war ich noch in Paris und davor war ich in Berlin und in 2 Wochen bin ich in Lemnos auf Griechenland, auf einer griechischen Insel. Da verschiebt sich das immer so ein bisschen. Mal ist 5, mal ist 6, mal 7, mal sogar schon 5:30. Aber whatever, man gewöhnt sich daran und das
Coole ist, eigentlich hat die Natur das ja auch so für einen vorhergesehen. Wenn die Sonne scheint und es draußen hell ist, dann sollte man produktiv sein. Und irgendwie glaube ich daran, dass wenn die Sonne untergeht, dass die Natur sich irgendwann gedacht hat, dann schlafen die Tiere und die Menschen, um wieder neue Kraft zu sammeln für den nächsten Tag. Mhm. Also mir bringt das sehr viel. Ich wache dann, egal wo ich gerade bin, auch egal wie früh das ist, mit dem Sonnenaufgang auf, habe da eine coole App, die heißt Sleep Better von Runtastic. Mhm. Und die trackt deine Bewegungen mithilfe des iPhones, das legst du unter dein Kopfkissen und trackt, wann du einen unruhigeren Schlaf hast und weckt dich dann genau in diesem Moment, um nicht aus einer Tiefschlafphase gerissen zu werden. Mhm. Und das funktioniert so, dass du sagst, ich will spätestens um 6 geweckt werden, weil dann die Sonne aufgeht und gibst ihm quasi so einen Zeitkorridor vor, eine halbe Stunde habe ich eingestellt. Und das heißt, die App darf nicht zwischen 5:30 und 6 wecken, wenn sie merkt, ich habe gerade einen leichteren Schlaf. Und das ist echt ein Unterschied. Das ist total cool. Mhm. Das solltest du auch mal ausprobieren. Und du bist dann, du bist echt viel aktiver, als wenn du aus so einem Tiefschlaf rausgeholt wirst. So, und dann, wenn die App mich aufgeweckt hat, mache ich mein Bett. Und viele werden sich fragen, wieso morgens das Bett machen? Was hat das für einen Sinn? So, habe ich damals auch nicht gemacht als Student. Aber es ist so, dass das dein erster Win ist. Ja, genau. Das ist so deine erste Aufgabe, dein erstes Accomplishment des Tages und so, dein erstes Check-in, dein erster To-Do, den du da irgendwo abhaken kannst. Und das gibt dir ein gutes Gefühl, weil du startest positiv in den Tag mit einem Erfolgserlebnis. Mhm. Dann geht's weiter, dann ziehe ich mich kurz an und nehme dann Kokosöl in meinen Mund und ziehe das für 20 Minuten in den Mund hin und her. Das kommt aus der ayurvedischen Lehre, aus der Medizin. Und es ist bewiesen, dass dadurch Giftstoffe, die sich über Nacht dann in deinem Mund ansammeln, und die Zunge ist ja auch eine Verlängerung von deinem Magen und von dem Darm, dass das alles quasi sich im Mund sammelt. Und ich glaube daran. Und wenn du dann 20 Minuten Öl ziehst und das danach dann ausspuckst, sollst du auch nicht in die Toilette oder ins Waschbecken spucken, weil da echt toxische Sachen dann mit drin sind, also quasi im Papierkorb, fühlt man sich echt mega gereinigt, dann auch noch die Zähne putzen und auch oben in der Mundflora ist alles im Takt. Und während ich das mache, 20 Minuten sind ja erstmal eine Ansage, gerade wenn du es noch nicht gemacht hast, es wird aber immer besser, mache ich mein Stretching-Programm, also mit der 7-Minute-App, das ist eine iPhone-App, und da sind auch andere Sportprogramme drauf und 7 Minuten dauert das nur. Und mir kann keiner sagen, dass man nicht 7 Minuten des Tages Zeit hat, was für sich zu tun. Mhm. So, und damit machst du schon mal immer so ein bisschen Sport. Hab vor kurzem auch dieses Faszien-Stretching für mich entdeckt. Das ist erst wissenschaftlich seit ein paar Jahren anerkannt, dass der Mensch noch Faszien in sich drin hat, neben den Bindegeweben und den ganzen Sachen. Aber das ist nochmal ein Thema für sich. Also stretche ich mich da, um mich zu aktivieren. Und setze mich dann hin und meditiere. Und das mache ich immer an dem gleichen Ort, also je nachdem, wo ich gerade bin, aber versuche dann in der Zeit, in der ich an dem Ort bin, immer an dem gleichen Ort zu meditieren. Habe dazu auch meine Bose Noise Cancelling Kopfhörer, die ich nicht mehr missen will, die eigentlich die beste Anschaffung seit ever gewesen ist. Mhm. Und meditiere mit einer App, die heißt Calm. Mhm. Da bin ich vor kurzem umgestiegen von Headspace. Headspace ist ein super Einstieg für die, die ganz am Anfang stehen. Und irgendwann wollte ich mal gucken, so was in den anderen Meditations-Apps erzählt wird. Guided Meditation heißt, es führt dich jemand durch die Meditation. Mhm. Und ich bin jetzt bei Calm hängen geblieben, habe aber vorher ziemlich lang auch mit Headspace meditiert. Und das dauert so 15 Minuten und bringt dich erstmal in so einen Flow und bringt dich auch, also trainiert quasi dein Muskel im Gehirn, im Kopf, achtsamer zu sein, bewusster zu leben, Gefühle so zu erkennen, dass Gefühle einfach nur Gefühle sind, die in dir drin sind, die aber nicht Realität sind, die nicht unbedingt andere Leute so empfinden, wie du es empfindest. Mhm. Also echt bewusstseinserweiternd, und das will ich nicht mehr missen. Und das hat mir auch geholfen, in allen anderen Lebensbereichen achtsamer, produktiver, besser, positiver zu sein. Und es hat einfach mein ganzes Leben positiv verändert. Von daher kann ich jedem nur empfehlen, auch zu meditieren. Ja, sehr cool. Okay, und dann, last but not least, 2 Punkte gibt es noch in der Morning Routine. Frühstücke ich meistens oder immer zusammen mit meiner Freundin. Wir sind beide auf fully vegan jetzt umgestiegen, 100% vegan. Und frühstücken morgens so ein Mix aus Chiasamen, Hafermilch oder Almondmilch, aber es ist keine echte Milch, also es ist eher so ein Drink. Mhm.
mit Chiasamen und Haferflocken. Das gibt dann so ein Pudding, das weichst du quasi die Nacht vorher schon ein und am nächsten Morgen ist dann so eine putterige Masse, die mega gut schmeckt und darauf schnibbeln wir uns dann frisches Obst, wie jetzt hier in Spanien ist dann Kiwi, Erdbeeren, Himbeeren, also das, was gerade so lokal zu kaufen ist. Das schmeckt super, super geil, boostet dich ganz gut für den Tag. Ja, und wenn du dann ready bist, fange ich mit dem MIT an, auch Eat the Frog genannt, glaube ich, in der anderen Theorie, den wichtigsten, den schwersten Task, also diese fette Kröte, die du schlucken musst morgens. Ja. Und da ist wichtig, dass man sich morgens am Vorabend quasi schon Gedanken macht, was wäre jetzt so der Task, der dein Business am weitesten nach vorne bringt, der den meisten Impact hat und gerade nicht der Task, das verwechseln viele gerade am Anfang, das musste ich auch lernen, nicht der Task, der irgendwie am dringendsten ist oder wo alle nachschreien oder wo du denkst so, ah, das muss ich jetzt mal machen, sondern nee, dann der bleibt halt noch einen Tag länger liegen, sondern du überlegst so, von allen Sachen, die jetzt in meiner To-Do-Liste sind, welches ist der Punkt, der mein Business am weitesten nach vorne bringt, der den höchsten Impact hat, der wirklich was bewirkt und alle anderen Sachen können danach kommen. Ja. Wow, das sind doch mal ein paar echt coole Hacks. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel Info auf einmal. Ja, ein paar habe ich selber sogar schon ausprobiert. Also es ist echt cool, deinem Podcast zu folgen und das einfach mal für sich so zu testen und dann einfach auch selber Erfahrungen zu sammeln. Also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen und wir werden das natürlich auch in den Shownotes dieser Show hier bei uns verlinken. Ich habe noch eine ganz spannende Frage. Wie du weißt, ist unser Thema hier bei Markenkonstrukt FM das Thema digitale Markenführung. Mich würde deine Meinung mal interessieren, wie wird sich das Arbeitsleben so generell verändern, wenn dieses ortsunabhängige Arbeiten ja heute gerade durch die Digitalisierung ermöglicht wird oder ermöglicht ist? Wie wird sich das für Firmen unter Umständen bemerkbar machen? Ja, nicht nur unter Umständen. Es wird sich auf jeden Fall für die Firmen bemerkbar machen. Das merken wir ja jetzt schon. Und das ist eine mega spannende Frage. Und immer mehr Firmen erkennen gerade jetzt, dass sie gerade die jüngere Generation, die Generation Y, die sehr freiheitsliebend ist und ziemlich stark so einen eigenen Kopf und Willen hat und genau weiß, was sie wollen, was sie nicht wollen, dass es immer schwerer wird für die Firmen, diese jungen Talente in ihr Unternehmen zu bekommen, durch ein Salary Raise oder durch Shares oder durch ein Geschäftsauto oder ein Firmenhandy oder so, die scheißen da drauf. Die haben irgendwie mehr Bock auf flexibles Arbeiten, die haben mehr Bock, sich selber ausleben zu können, ihre eigene Kreativität da einbringen zu können in die Unternehmen. Und da sollten Unternehmen dann auch genau hinhören und hinschauen und gucken, was diese Leute wollen. Und viele Unternehmen kommen auch zu uns als Gründer von der DNX oder zu mir und sagen, erklär doch mal bitte, was ist da los? Wir können das gerade nicht greifen, wir kriegen die jungen Leute nicht mehr. Die wollen nur noch ortsunabhängig arbeiten oder selbstbestimmt arbeiten. Und wir haben jetzt auch ein paar Unternehmen gehabt, wo wir dann angefragt wurden, in die Unternehmen reinzugehen, um überhaupt mal zu erklären, was mit welchen Tools wir arbeiten und welche Herausforderungen das hat, von überall zu arbeiten, um dann zu sehen, was kann man für die Unternehmen adaptieren. Beispielsweise unser Onboarding-Prozess, wir haben jetzt mittlerweile auch ein Remote-Team aufgebaut von 15 Leuten, die alle ortsunabhängig irgendwie als Freelancer für uns arbeiten. Und so ein Onboarding oder ein Recruiting-Prozess läuft dann ganz anders ab, dass du gar nicht mehr danach gehst, welche Abschlüsse hat derjenige oder wo hat er vorher gearbeitet, sondern es geht vielmehr darum, was für eine Einstellung, was für ein Mindset hat der, passt der zu meiner Company-Culture? Weil wenn du da faule Eier drin hast, dann ist das viel schwieriger, diese Leute oder das, was die Leute dann in die Firma reinbringen, an negativen Effekten, die wieder rauszukriegen, als Fähigkeiten innerhalb des Teams aufzubauen, die schon vielleicht jemand anderes hat und die demjenigen dann nur noch beigebracht werden müssen. Also für uns ist viel wichtiger zu scannen, was hat er für eine Persönlichkeit oder wie sicher ist der in der geschriebenen Kommunikation, weil bei uns dann viel über Trello und Slack läuft. Trello ist ein Projektmanagement-Tool, wo dann gebrieft wird und wo dann kommuniziert wird auf den einzelnen Karten, die dann immer ein einzelner Task sind. Also das ist so adaptiert von diesem
Whiteboards, wo dann die ganzen Post-its drauf hingen und man die Post-its immer verschoben hat. Und das ist das Gleiche in digital. Und Slack ist ein quasi so ein Business-Chat, wo du verschiedene Channels hast und kannst auch direkt Nachrichten schreiben, aber alles auf deine Task bezogen. Und da muss man sich natürlich auch gut ausdrücken können und zum Punkt kommen. Und nicht, da geht es dann nicht darum, wie das Wetter irgendwo ist oder so. Das ist auch ganz schön. Wir haben auch einen Campus oder so einen Fun-Channel, weil das ist zum Beispiel auch eine Herausforderung. Es ist schwer, dann die soziale Komponente aufrechtzuerhalten, wenn du dann fully remote mit deinem Team arbeitest. Das, was sonst so in der Kaffeeküche funktioniert oder passiert in Unternehmen, das passiert dann bei uns online oder digital. Und Ziel ist aber dann auch, unser Team regelmäßig für Retreats zusammenzuholen. Und das, was du dann quasi an Büromiete zahlst, das gibst du dann für diese, früher war es dann, wie hieß nochmal der Name, diese Teambuilding-Events oder so. Und jetzt sind es dann Retreats für Remote-Companies, um die an einen Ort zusammenzuholen. Also es wird auf jeden Fall eine Rolle spielen in der Zukunft der Arbeit. Es wird nie Mainstream gehen, dieses ortsunabhängig Arbeiten. Dafür erfordert es viel zu viel, glaube ich, auch viel zu viel starken Willen. Und man muss echt ein Typ dafür sein. Ja, passt überall. Nicht für jeden, ne? Ja. Und auch die Selbstständigkeit passt nicht für jeden. Aber glücklicherweise gibt es immer mehr Unternehmen, die auch Arbeitnehmer einstellen, die von überall arbeiten können. Amerika ist da mal wieder federführend. Beispielsweise Automattic, die Betreiber von WordPress, die sind fully remote mit ein paar hundert Leuten. Buffer hat, glaube ich, jetzt 100 Mitarbeiter, die sind auch komplett ortsunabhängig. Und die Unternehmen, die fassen dann ihre Teams auch nicht mehr nach Teilbereichen zusammen, nach Marketing oder so. Dann gibt es nämlich nur noch Teams, die heißen Team Südamerika oder Team Mittelamerika oder Nordamerika oder Asien oder Thailand, also nach den verschiedenen Zeitzonen. Sehr cool. Da passiert gerade mega viel und die Firmen erkennen auch, dass sie da irgendwas tun müssen. Microsoft hat mich angefragt zu einem Manifesto zur Zukunft der Arbeit. Ich werde auch immer wieder von HR-Magazinen angefragt. Also es kommt so langsam, aber es dauert und gerade in Deutschland dauert das auch alles noch mal ein bisschen länger, weil die Arbeitswelt hier sehr konventionell gestrickt ist. Ja, das heißt, der Tipp ist eigentlich für Unternehmen, sich wirklich diesem Prozess einfach zu widmen, ne? Und das bietet ihr ja konkret auch als Service, als Dienstleistung an, mit Unternehmen zusammen, diese Prozesse ja überhaupt erstmal zu entdecken, also dass wirklich ja hier auf diesem Weg auch Fachkräfte erreicht werden können, ne? Ja. Was ich unter Umständen in meinem Unternehmen brauche. Aber es ist halt mehr als nur sich mit diesem Thema zu beschäftigen, als wirklich zu schauen, wie integriere ich das in mein Unternehmen, ne? Wie schaffe ich das in meinen bestehenden Prozessen, diese Agilität, ne? Diese digitale Agilität irgendwie einzubauen. Absolut. Also das sollte jedes Unternehmen ganz hoch auf die Agenda tun, weil wenn die Unternehmen da nicht von selbst drauf kommen, dann werden sie dazu gezwungen. Und das passiert gerade schon in Holland, in den Niederlanden. Da ist jetzt ein Gesetz auf den Weg gebracht worden, dass sofern es die Art der Arbeit ermöglicht, diese nur am Computer auszuführen, muss das Unternehmen dem Arbeitnehmer gestatten, Homeoffice zu machen und von zu Hause zu arbeiten. Das sind so die ersten Anzeichen dafür, dass es sonst halt reguliert wird. Und die Unternehmen merken es ja auch im HR-Bereich, im Recruiting-Bereich, der War for Talents. Der wird immer größer und immer härter. Und wenn du dann so ein Asset hast für die besten Leute, für Programmierer oder Coder oder die richtigen Online-Marketing-Cracks, die halt noch nicht die eigene Agentur aufgemacht haben, die immer noch in-house arbeiten, um so Leute zu kriegen, musst du dann so einen Trumpf auf den Tisch legen und sagen, du kannst von überall arbeiten und wir bezahlen dir auch den Coworking-Space und wissen das zu schätzen, dass du dafür aber bei uns im Team bist. Also es ist ein ganz fettes Asset und darum kriegt zum Beispiel Buffer oder Automattic oder Zapier, die ganzen Remote-Companies in Amerika, die kriegen die ganzen Talente im Moment aus dem Silicon Valley und Google und Facebook fragen sich, was da gerade abgeht. Ja, genau, absolut. Ja. Erzähl uns doch noch kurz ein bisschen was über die digitale Nomadenkonferenz. Also durch dich und deinen Podcast habe ich überhaupt erfahren, dass es digitale Nomaden gibt und wie die so leben, wie die so arbeiten, was die so ausmachen. Wie kam es dazu, dass ihr diese Konferenz ins Leben gerufen habt und wie habt ihr das ganze Thema so weit vorangetrieben, um da federführend zu sein? Also, weil ihr habt ja wirklich eine richtige Plattform gebaut über die Jahre. Ja, also
wir hatten ja eben darüber gesprochen, was mein größter Aha-Moment war. Und das war Anfang 2013, als wir in Südostasien unterwegs waren, die erste Rechnung gezahlt wurde und ich dann voll in diesen digitale Nomaden-Lifestyle eingetaucht bin, ohne vorher zu wissen, dass es den überhaupt gibt. Also es war nie geplant, dass wir von unterwegs arbeiten. Es war geplant, ich hatte meinen Job gekündigt und eine Firma gegründet, um in Berlin eine Agentur für Online-Marketing aufzumachen. Also mehr oder weniger klassisch. Und hatte schon glücklicherweise immer ziemlich viele Anfragen über LinkedIn und Xing, ob ich nicht mal für Unternehmen als Freelancer arbeiten könnte, war damals aber noch in der Startup-Szene in Berlin unterwegs, habe da mega viel Corporate Know-how aufgebaut und konnte aber nicht, bald ich da meine Dienstleistung ankündige, hatte ich die Hoffnung, dass dann von den Anfragen doch noch einige übrig geblieben sind, die dann meine ersten Kunden sein können. Und habe aus dem Grund dann meinen Rechner mitgenommen, meinen Laptop nach Asien und wollte dann an meiner Website bauen, die Produkte shapen, wer ist meine Zielgruppe, eine Company-Mission aufsetzen, eine Vision, eine Strategie, wie ich an die Leads komme, Conversion-Optimierung, also irgendwie das ganze Strategische dann aufbauen. Und da ist dann halt irgendwie eins zum anderen gekommen, dass wir auf den Philippinen in Dumaguete saßen und da gerade ein Taifun übers Land gegangen ist, wir drei Tage quasi auf dem Rooftop von einem Hostel ausharren mussten, zum Glück aber Internet hatten und dann überlegt habe, ey, ich habe so viel Bock, wir sind jetzt so viel gereist, warum lege ich nicht jetzt schon direkt mit der Akquise los, mit den ersten Kunden? Ja. Und da kam dann auch zusammen, dass Feli Bock hatte, was Eigenes zu starten, meine Freundin, und so viel Reisewissen hatte und ich hatte das ganze Know-how, wie man Traffic generiert, wie man SEO macht, wie man Reichweite aufbaut für einen Blog, dass wir gesagt haben, okay, wir starten einen Reiseblog, aber von Anfang an mit der Intention, den zu professionalisieren, also den professionell zu betreiben und das auch als Einnahmequelle zu sehen und nicht einfach ein Hobbyblog. Wir waren heute Eis essen und morgen gehen wir Motorrad fahren und ich hoffe, euch geht's gut in Deutschland, sondern echte Inhalte und Mehrwert auf dem Blog zu liefern. Und der ist dann auch richtig durch die Decke gegangen. Mittlerweile haben wir über 80.000 Visitor pro Monat und können theoretisch nur von diesem Reiseblog leben. Sehr cool. Und ja, genau. Und dann sind wir dann in diesen Lifestyle reingetappt und haben dann haben uns angeschaut und gefragt, so gibt's noch mehr Leute, die so leben wie wir? Vielleicht ja schon, lass mal googeln. Und haben dann so die ersten digitalen Nomaden weltweit gefunden. Also das Thema gab's da schon. Und in Deutschland gab's aber kaum jemanden. Also da gab's 3-4 Leute, die es gemacht haben. Und die haben wir dann auch angeschrieben. Wir sind immer ziemlich stark im Netzwerken. Das ist, glaube ich, auch einer der Erfolgsgeheimnisse, warum wir quasi dafür prädestiniert waren, dann auch so eine Konferenz oder eine Plattform zu schaffen, weil wir ein richtig großes Netzwerk schon hatten. Zum einen aus meiner Online-Marketing-Zeit, meiner Zeit in den Startups. Bin viel auf Meetups gegangen in Berlin, auf Konferenzen gewesen, war viel in Skype-Chats. Also man kannte mich schon und ich hatte dadurch auch viele gute Kontakte. Und haben dann gesehen, okay, es gibt schon andere Leute, die ortsunabhängig arbeiten, aber die haben sich meistens dann auch als Location Independent Entrepreneur oder so bezeichnet. Das Problem oder das Ding war, dass der Begriff digitaler Nomade oder Digital Nomad schon ziemlich verbrannt war zu dem Zeitpunkt 2014. Und das kommt daher, dass 2007 ein sehr revolutionäres Buch rausgekommen ist von Tim Ferriss, die 4-Hour Workweek, die 4-Stunden-Arbeitswoche. Yes, das ist quasi so. Der Klassiker. Der Klassiker, die Bibel für viele Leute, da steht auch richtig viel gutes Zeug drin, nach wie vor. Man muss es halt nur in die heutige Zeit adaptieren und übersetzen, wie beispielsweise diese Google AdWords Testings, die Tim gemacht hat, die macht man heute mit Facebook, weil man da noch viel besser targeten kann. Aber so die Grundsätze, die sind immer noch wahr und das ist auch ein richtig geiles Buch. Das Einzige, was passiert ist, dass es so viele Menschen inspiriert hat, dass sie gesagt haben, ich kündige meinen Job, ich arbeite jetzt quasi auch nur noch 4 Stunden die Woche, was ja auch eigentlich ein totaler Witz ist. Ich kenne keinen, der so hart arbeitet wie Tim Ferriss heute noch. Und ich selber habe für mich die 4 Stunden so definiert, dass die 4 Stunden quasi die Sachen sind, auf die ich keinen Bock habe, wie Steuern oder Rechnungen oder Buchhaltung oder Mahnungen oder irgendwie so ein Scheiß, 4 Stunden die Woche. Aber den Rest der Zeit, ich arbeite viel mehr als damals als Angestellter, aber das Coole ist, es fühlt sich einfach nicht mehr nach Arbeit an. Und das ist der große Unterschied darum. Die 4 Stunden Arbeit sind dann die Sachen, die keinen Spaß machen. Und das ist dann Arbeit von früher. Ja. Naja, und nach der 4-Stunden-Woche waren halt viele Leute motiviert zu starten. Und dann gab es auf der anderen Seite viele smarte Internet-Marketer, die so billige, crappy Landing-Pages gebaut haben, mit einem Typen mit Laptop am Strand und einem Cocktail neben sich und haben gesagt, passives Einkommen, Passive Income, nie wieder arbeiten, wenn du diesen Kurs jetzt hier kaufst für 200 Euro. Oder erstmal ist es kostenlos und die haben ja dann ganz smarte Strategien, um dich immer weiter in diese Conversion reinzukriegen. Und am Ende kaufst du dann einen Kurs für richtig viel Geld, wo keine Inhalte drin stehen.
keine wirklichen Inhalte oder Mehrwert drinsteht und am Ende bist du nur frustriert und das funktioniert alles nicht und dieses ganze digitale Nomadenleben ist eh eine totale Abzocke und Betrug und richtig scheiße. Und deshalb war dieser Begriff dann so verbrannt, weil gerade so 2008, 2009, 2010 kam dann die ganze Internetmarketer mit diesen Seiten, die man heute leider immer noch im Netz findet. Aber das war zum anderen genau eigentlich auch unsere Strategie, dass wir gesagt haben, nee, wir setzen uns jetzt bewusst auf diesen Begriff und zeigen aber den Leuten der Öffentlichkeit, den Medien, die dann irgendwann gekommen sind, dass es auch anders geht, dass es nachhaltig geht, dass es transparent geht, dass es authentisch geht, dass wir uns auf die Bühne stellen, dass wir greifbar sind und wenn wir Scheiße bauen, dann kommt keiner zu unseren Events oder dann keine Ahnung, gibt es einen Shitstorm im Internet, dann sind wir ganz schnell weg oder die Leute kommen zu uns und sagen uns, was wir da alles für Mist verkaufen. Die meisten Internetmarketer mit diesen Webseiten, die waren ja nicht zu greifen. Also wollten wir das Ganze in cool machen, gepaart mit unserem ganzen Online-Know-how aus der Startup-Szene, den Leuten dann auch die richtigen Tools an die Hand zu geben, dass man seine Unternehmen bootstrappen kann, dass man kein Venture Capital braucht, dass man nach dem Lean Startup Prinzip ziemlich schnell irgendwie das Minimum Viable Product live bringt, den MVP, wo du wenig Aufwand an Ressourcen hast, also wenig Zeit investierst und wenig Geld investiert, um erstmal zu gucken, gibt es eine Nachfrage, gibt es jemanden, der das kauft, machst quasi vielleicht schon so einen Fake-Selling-Prozess und wenn du einen ersten Kunden hast, das ist dann das Proof of Concept, dass du weitergehen solltest mit diesen Sachen. Also das wollten wir alles kombinieren, wussten, dass dieser Begriff sehr kontrovers ist als digitaler Nomade, gerade auch in Deutschland Nomade wegen diesen Mietnomaden, wussten wir auch. Haben wir dann nach der ersten Reaktion gemerkt, gerade von meiner Mutter oder so, die überhaupt nicht gerafft hat, dass ich mich wirklich als Nomade bezeichnen will. Aber das hat uns geholfen, Aufmerksamkeit zu generieren. Und dadurch, dass wir beide, sowohl Feli und ich, auch noch einen Background im Eventmanagement haben. Ich habe nämlich dann nach meinem abgebrochenen Studium eine Ausbildung zum Eventmanager gemacht, in einer Agentur und da den Online-Marketing-Bereich aufgebaut. War das dann quasi wie Steve Jobs, das so gerne propagiert, dieses Connecting the Dots, dass du verschiedene Skills aus deiner Vergangenheit miteinander zusammenführst. Zum einen war die riesen Nachfrage da nach diesem Thema ortsunabhängiges Arbeiten. Die Leute haben es nicht gerafft, was wir machen. Wir haben ja auf Facebook dann Bilder gepostet von uns, wie wir arbeiten und die ganze Zeit reisen. Und die haben gesagt, was ist da los? Habt ihr geerbt? Habt ihr im Lotto gewonnen? Wann geht euch das Geld aus? Und viele haben, glaube ich, auch gehofft, dass uns irgendwann das Geld ausgeht oder wir keine Aufträge mehr machen. Gerade in Deutschland ist, glaube ich, auch Thema Neid ein ziemlich großes Thema. So, die wollten es auch nicht wahrhaben. So. Und als wir dann die zweite Saison, die dritte Saison, das vierte Jahr und immer noch unterwegs waren und von überall gearbeitet, dann haben die Leute, glaube ich, gerafft, das ist for real. Und auch nachdem, das war ja ganz interessant, dann sind die Medien auf uns aufmerksam geworden und am Anfang waren wir so im Reisebereich und echt so Artikel, wo die uns nur vor die Wand gestellt haben, von wegen so, guckt euch mal die beiden Hippies da an, was haltet ihr von denen? Und dann gerade bei Spiegel ist immer richtig krass, Spiegel Online Kommentarspalten, war es schon witzig, wie dann die ganzen 9-to-5er abgegangen sind, die irgendwie frustriert in ihrem Job waren. Aber das konnte ich aushalten, das konnte Fedi auch gut aushalten. Zum Glück waren wir auch zu zweit und letztendlich haben wir es professionell gesehen und das hat ja Aufmerksamkeit für unser Thema gebracht und dann auch genug Leute, die erkannt haben, das ist for real und wir liefern gute Sachen. Ja. Und ganz witzig ist bei den Medien auch, dass wir dann erst im Reisebereich waren und irgendwann so in den Lifestyle-Bereich gewandert sind und jetzt, wenn wir angefragt werden, dann eigentlich immer im Wirtschaftsbereich sind. Also Business, Leute, genau. Ja. Business. Und die erkennen, dass es geht um Business und es geht nicht um viel Reisen oder so, weil das kannst du ohne Business kannst du es nicht machen. Am Ende des Tages muss jeder irgendwie Einnahmen haben und von Kohle lesen. Ja. Ich glaube, spätestens auch, um dann nochmal dann den Kreis zu schließen zu meiner Mutter oder so, die den Nomadenbegriff nicht verstanden haben, als wir dann in der Wirtschaftswoche auf der Titelseite waren, mit unter der Überschrift die Selbstoptimierer oder bei Stern TV dann waren, oder vom Handelsblatt werden wir regelmäßig angefragt, oder am Horizont, also in diesen ganzen Wirtschaftsmagazinen, dann haben auch, glaube ich, viele Leute verstanden, dass das ist nachhaltig, das ist cool, was sie machen und das hat echt einen Impact. Ja, und mittlerweile sind die Konferenzen, die sind aus einer Nachfrage entstanden, zusammen mit unserem Background als Eventmanager, zusammen mit dem Know-how als Online-Marketer und dem Online-Know-how, zusammen mit dem Netzwerk, was wir uns beide schon aufgebaut hatten in der Berliner Startup-Szene, war es eigentlich ziemlich logisch, dann ein Event irgendwann mal zu machen, weil es kamen dann so viele E-Mails und so viele Nachfragen und Kommentare auf Facebook und wir haben stundenlang echt damit verbracht, E-Mails zu beantworten und den Leuten zu helfen und zu sagen, so was die ersten Steps sind und wie man seine Passion vielleicht findet und was für Skills man braucht, was man mit der Wohnung macht, was man mit der Versicherung macht, was für technische Hardware man braucht. Also es ist eine riesen Themenwolke
Und da haben wir gesagt, warum machen wir nicht mal ein Meetup in Berlin, im Beta-Haus, in dem bekanntesten und ersten größten Coworking-Space, und haben Raum angefragt, ob für 40 oder 50 Leute war das. Und hatten natürlich auch keine Kohle, sind zum Beta-Haus gegangen und haben gesagt, wir haben diese Idee, wir sind digitale Nomaden. Die so, was seid ihr, was ist das? Die haben es natürlich auch nicht gerafft. Und zum Glück ist das Beta-Haus ziemlich offen, was so neue Sachen angeht. Die haben gesagt, irgendwie klingt das total crazy, wir verstehen auch nicht ganz, was ihr da machen wollt, aber macht einfach mal. Und haben uns quasi dann das Go gegeben, erst zu zahlen, nachdem wir die ersten Tickets quasi verkauft haben und danach zahlen zu können. Also sie waren echt super, ja, super cool, supportive und sind immer noch ein Partner und ganz eng an unserer Seite. Wir machen in 2 Wochen, wie ich eben gesagt habe, den X-Camp auf Griechenland, auf Lemnos, und da ist Beta-Haus zum Beispiel auch ein Partner und wir vereinen da unsere beiden Communities. Aber mittlerweile haben sie verstanden, was sie machen. Der Geschäftsführer von Beta-Haus, der Gründer, der Christoph Fahle, ist einer der größten Fans vom digitalen Nomaden-Lifestyle mittlerweile und den haben wir auch gut inspiriert und ist mega dankbar, dass wir damals die DNX ins Beta-Haus geholt haben. Ja, und dann hatten wir halt diese Location, oder eigentlich war es ein Workshop-Raum für 40 Leute, haben dann am 01.01.2014 den Sale aufgemacht, haben vorher die Website gebaut. Das war ein Theme von Fiverr, von Themeforest für $5. Und hab da einfach so ein Event-Theme ausgetauscht, weil viele Leute fragen sich, das sieht so geil aus in die Website und wie geht das? Und das war eigentlich alles ganz easy. Das sind auch wieder gute Beispiele für diesen Lean-Startup-Approach. Oder manche denken so, boah, wie viel Geld habt ihr für die Kreativagentur bezahlt? Dieses Logo mit dem Infinity-Sign und dann die Buchstaben und irgendwie, das passt alles. Und die Story dahinter ist, dass das in diesem $5-Theme der Platzhalter gewesen ist von dem Entwickler. Der hatte auch irgendwie 3-Letter-Brand. Geil. Ich habe einfach die Buchstaben ausgetauscht. Also dieses Infinity gab es schon und ich habe da einfach NX draus gemacht. Und inspiriert von der SMX, Search Marketing Expo, dachte ich, okay, wir machen eine Konferenz, also kommt da hinten ein X dran, und habe das die Genomed X Expo oder den X dann genannt. So. Und so ist das Logo entstanden. Die Leute wollen es oft nicht glauben, wie einfach das alles sein kann. Ja, ja. Man verkopft sich vielleicht auch viel zu sehr, ne? Ja, man verkopft sich. Genau, und dann haben wir den Sale gestartet. Wir beide waren gerade auf Key Corca, das ist eine Karibikinsel in Belize, am 01.01. und dachte so, die Leute machen sich viele Vorsätze, wollen was im Leben ändern, darum habe ich das extra auf den 01.01. gelegt und hatten dann auch ein paar Speaker an Bord, also die 3-4 digitalen Nomaden, die es damals in Deutschland schon gab, wie Tim Schimol, Sebastian Cannavis, Conny Bisalski oder so, mehr gab es da nicht. Und die haben das auch auf ihren Seiten geteilt. Die hatten natürlich auch schon ein bisschen Aufmerksamkeit und wir haben uns dann auch schon ein riesen Netzwerk aufgebaut gehabt über die Interviews und über Facebook. Und als wir den Sale gestartet haben, hat irgendwie gefühlt das ganze Internet oder ganz Facebook über die Konferenz gesprochen. Und diese 40 Tickets, die waren in 3 Minuten weg. Und wir dachten so, scheiße, was geht denn hier ab? Und ich habe, aber weil Feiertag war, am 01.01. dann auch keinen Beta-Haus erreicht, ob wir einen größeren Raum kriegen oder so. Und alle, wir haben Millionen E-Mails gekriegt, dass die Leute dann auf dieses Event wollten und noch ein Ticket wollten. Und das war echt eine spannende Phase. Und habe dann den Pair, den Eventmanager, am 2.01. erreicht und haben dann irgendwie einen größeren Raum gekriegt, 100 Plätze. Das war dann innerhalb von einer Stunde weg. Und haben dann das war echt der Wahnsinn, die ganze Etage am Ende gekriegt mit 200 Leuten. Und das war dann, innerhalb von einem Tag waren alle Tickets weg. Und wir dachten so, geil. Aber auf der anderen Seite dachten wir auch, scheiße, weil es total unsere Kalkulation zerhauen hat. Mhm. Wir haben nämlich gedacht, wir machen einen schönen Early Bird bis Ende März und dann machen wir noch einen Normalpreis. Und dann sind alle Tickets quasi zum Early Bird weggegangen. Und haben aber dadurch, dass wir so viel Aufmerksamkeit hatten, dann die ersten Partner mit an Bord gekriegt, Dropscan, die gesagt haben, das ist so geil, ich supporte euch, und haben dadurch dann Break-Even geschafft und der Rest war dann Marketingbudget, weil wir eine geile Story hatten, wir hatten Medien auf unserem Event und das ist eigentlich so die Story der DNX, die immer größer geworden ist. Mittlerweile machen wir internationale Konferenzen, DNX Global auf Englisch, die letzte war in Bangkok im März, planen die nächste in Lissabon oder Chiang Mai. Und hatten vor 3 Wochen die letzte deutsche DNX, das ist da, wo wir herkommen, das war mittlerweile schon die 5. Konferenz und das sind jetzt 4 Tage Festival-like mit vielen Pre-Events, Post-Events, wir haben ein ganzes Kino angemietet für einen Kinofilm über digitale Nomaden und auf dem Main-Event hatten wir dann 500 Leute und ja, the sky's the limit, ich weiß nicht, wo das noch enden soll, aber es geht auf jeden Fall ganz gut ab, das Thema. Ja. Für wen ist die DNX was? Also wenn ich mich dafür interessiere, wen sprecht ihr an? Zielgruppe? Zielgruppe sind Leute, die sich für das Thema interessieren, die auch gerne ortsunabhängig arbeiten wollen und nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Mittlerweile gibt es immer mehr gute Ressourcen im Netz. Das
erhöht aber auch das Problem zu sondieren, so welches, wo fange ich jetzt an, weil das kann einen auch erschlagen, gerade auch dieses ganze Online-Business-Thema, wo man dann denkt, wo fange ich an und was sind die wichtigsten Skills. Und es ist für digitale Nomaden, die schon unterwegs sind, also die traveln, die sich gerne mit anderen digitalen Nomaden austauschen. Und mittlerweile ist es einfach, es ist auch viel mehr, viele sagen so, der Begriff digitale Nomadenkonferenz passt auch gar nicht mehr, weil es auch viel um persönliche Weiterentwicklung geht, ja. Auch um das richtige Mindset, und das merkst du ja auch auf meinem Podcast, die Themen, ja. Und Speaker bei der DNX, also dass es eigentlich auch eine Plattform geworden ist für, ja, weiß nicht, für Leute, die irgendwas verändern wollen in der Welt, die irgendwie da sind, die präsent sind, die auch online sehr präsent sind, die man aber so offline noch nie hat greifen können oder die man noch nie zusammengebracht hat, wie so ein Vladi Melnik vom Affenblog, der einen der größten Blogs in Deutschland betreibt, der aber vorher noch nie gespeakt hat, den haben wir auf die Konferenz geholt. Matthew Mockridge war da, yes. Ben Paul war da. Mhm. Also richtig krasse Leute. Und ja, man sollte einfach mal auf die Website gehen, den x-berlin.de, sich inspirieren lassen, gucken, ob das irgendwie zu einem selber passt und dann bei der nächsten DNX am Start sein. Ja, vielleicht auch für Unternehmen interessant, die sich damit auseinandersetzen, vielleicht Fachkräfte zu rekrutieren, ne? Und dann, in der DNX-Community. Ja, absolut. Also wir haben mega, mega Talente bei uns in der Community. Ja. Die ersten Unternehmen haben das auch erkannt. Die partnern da mit uns, kommen als Partner mit an Bord oder gehen einfach so auf die Konferenz, um auf diesen ganzen Networking-Events dann Kontakt zur Zielgruppe zu kriegen, um einfach mal zu spüren, um mitzukriegen oder einfach mal zu begreifen, was da gerade abgeht und was das für eine Bewegung ist und was die Leute antreibt. Also wie man die vielleicht noch triggern könnte für sein Unternehmen. Weil die Leute haben alle Drive, die haben Power, die wollen die Welt verändern und die sind auch bereit zu lernen. Also das merken wir bei den Leuten, die wir bei uns ins Team holen als Support. Wir haben jetzt angefangen, die ersten Praktikas zu vergeben und die sind so motiviert, die rocken alles weg. Und ich glaube, da wird sich jedes Unternehmen die Finger nachlecken, so Leute im Unternehmen zu haben. Und dann ist, glaube ich, wichtig, mal zu verstehen, wie ticken die Leute und womit kann man die triggern. Und da ist die DNX dann genau der richtige Ort, die Leute zu treffen. Ja, cool. Markus, bevor wir zum Ende kommen, eine kleine Quick Q&A-Session. Mhm. Ich stelle dir einfach ein paar Fragen und du antwortest ganz spontan und ganz schnell. Ja, mach ich. Erste Frage, wo hältst du dich gerade auf? Tarifa, Andalusien, Südspanien, genau gegenüber von Afrika. Und geiles Wetter wahrscheinlich. Ja, geiles Wetter auf jeden Fall und viel Wind. Ich bin ja jetzt passionierter Kiter und wir sind fast jeden Tag draußen zum Kitesurfen. Sehr cool, das passt auch perfekt. Was hat dich anfangs davon abgehalten, Online-Unternehmer zu werden? Die Angst, dass meine Fähigkeiten und meine Skills nicht gut genug seien und dass keine Nachfrage da ist und dass überhaupt jemand irgendwas von mir kauft und dann irgendwie auch das falsche Verständnis, um Erlaubnis bitten zu müssen, irgendwas starten zu dürfen oder starten zu können, weil die ganze Ausbildung, das Education-System völlig drauf genormt ist, dass man in einen 9-to-5-Job geht und irgendwo angestellt ist. Ja, okay. Welcher Moment oder Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business? Das war nicht der eine Rat, aber es war eine bestimmte Phase, nämlich als wir von unserem ersten Thailand-Trip nach Hause gekommen sind und ich da als digitaler Nomade gearbeitet habe in Südostasien, war nicht nur Thailand, sind wir in einem Coworking-Space gelandet, der sich Idea Camp nennt, in der Nähe vom Beta-Haus. Und da die beiden Gründer, Thomas Jakel und Bastian Krönert, haben so ein bisschen dieses Lean-Startup-Prinzip, was man auch in dem $100-Startup-Buch von Chris Gilbo nachlesen kann. Die haben das da sehr in die Community reingebracht, in der wir da gearbeitet haben. Und da hat sich dann das erste Mal so mein ganzes Mindset geändert von, ich habe jetzt ein Unternehmen gegründet, das Wichtigste sind erstmal Visitenkarten, ganz fett mit CEO drauf, Geschäftsführer, AGBs brauchen wir noch, wir brauchen, keine Ahnung, großes Team, Venture Capital, den ganzen Scheiß, den man eigentlich gar nicht braucht. Das habe ich da das erste Mal erkannt und seitdem ich in der Spur unterwegs bin, rocken wir irgendwie alles weg. Cool. Kannst du uns eine Internetressource oder ein Tool nennen, was du selbst einsetzt? Viele. Zu viele Tools. Du hast aber ja gesagt, du organisierst dich sehr stark. Ja, ich organisiere mich mega stark. Also ich organisiere mich selber und Feli, meine Mitgeschäftsführerin und Freundin in der Wunderlist. Unser Team organisieren wir wir kommunizieren mit unserem Team in Slack. Und
unser Team selber nutzt das Projektmanagement-Tool Trello. Feli und ich haben uns da jetzt rausgezogen, weil sonst zu viel operative Sachen bei uns noch lagen und wir keinen Headspace hatten für Business Development und für die strategischen Dinge. Ich selber nutze liebend gern Gmail in Verbindung mit dem Google-Kalender. Genau, nehme noch die CoachMe-App, um meine Routinen zu checken und aufzubauen, und nehme Duolingo, die iPhone-App, um eine neue Sprache zu lernen, lerne gerade Spanisch, und nutze dann noch liebend gern das 5-Minute-Journal als App. Das ist so ein Dankbarkeits-Journal, Tagebuch, um positives Mindset zu gehen. Und last but not least, zwei habe ich noch. Ich gucke gerade auf mein Homescreen, auf mein iPhone. Ja, dann genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. ja, genau. Cool. Dann habe ich noch die Pocket-App, wo du spannende Sachen, die du irgendwo im Netz findest, quasi abspeichern kannst für später lesen, dass du nicht distracted wirst in deinem Workflow. Und die Blinkist-App, das ist eine App, die dir die geilsten, besten Bücher in 10 Minuten zusammenfasst, die du dann auch als Hörbuch quasi in 10 Minuten immer hören kannst. Also da schaffst du locker ein geiles Buch pro Tag zu lesen oder zu hören. Ja, cool. Was für Musik hörst du gern, die dich vielleicht auch auf neue Ideen bringt oder inspiriert? Ganz ehrlich, höre ich überhaupt keine Musik, wenn ich alleine bin oder mit Kopfhörern. Ich kann am besten arbeiten, wenn alles still um mich rum ist. Darum feiere ich auch diese Noise-Canceling-Kopfhörer so sehr ab und mache dann immer den Noise-Canceling-Modus an. Und bin also auch früher beim Lernen an der Uni oder fürs Abi oder so, habe ich es noch nie gekonnt, mit Musik im Hintergrund zu lernen. Und ich kann, das ist, glaube ich, auch so mein Problem. Ich bin Type A und also sehr, sehr viel Energie und Power. Und vielleicht hast du ja auch die Lifehacks-Folge gehört. Habe ich gehört, ja. Und ich kann nicht abschalten so. Und selbst wenn Leute neben mir im Flugzeug oder im Bus sich irgendwas erzählen, ich kann nicht hinhören. Und das nervt mich selber. Und von daher, Musik lenkt mich einfach nur ab. Krass. Das heißt, du hast Kopfhörer, um nicht Musik zu hören, sondern um die Umgebungsgeräusche auszuschalten. Genau. Krass. Geil. letzte Frage. Kannst du uns ein Buch empfehlen, was für dich einen großen Mehrwert hatte? Und wie heißt dieses Buch und worum geht's da? Eins oder kann ich drei nennen? Du kannst auch drei nennen. Also zum einen 4-Hour Workweek, weil da steht echt noch viel Wahres drin. Dann das ist der Klassiker, ne? Ja. Dann Think and Grow Rich. Mhm. Ist eigentlich ein Buch, wenn man nur ein Buch lesen sollte, dann das. Rich Dad, Poor Dad. Und als Bonus, was ich gerade lese, ist Investment Punk. Okay, super. Das wären so die vier Bücher. Ja. Verlinken wir natürlich alles in den Shownotes. Markus, kannst du uns zum Schluss noch einen Tipp mit auf den Weg geben für das digitale Zeitalter, in dem wir leben, und wie können wir dich am besten erreichen? Mein Tipp ist, die Gunst der Stunde zu nutzen, weil es noch nie in der Historie eine bessere Zeit gegeben hat als jetzt, um voll in diese digitale Arbeitswelt einzusteigen. Es sind alle Tools verfügbar, die man braucht, um ortsunabhängig oder digital zu arbeiten. Die meisten von den Tools sind sogar kostenlos. Das ganze Wissen dazu ist kostenlos im Internet verfügbar. Man kann sich einlesen in die verschiedenen Ressourcen oder Blogs. Es gibt immer mehr gute Online-Kurse, die dann ein bisschen kosten, aber dafür hast du das Wissen dann kondensiert. Von daher, the time is now, nutze die Zeit, und wo man mich erreichen kann, ist am besten unter markusmeurer.de, und da sind dann auch Links zu allen anderen Projekten, den x-berlin.de habe ich schon genannt, und da ist auch ein Kontaktformular, und da sind meine ganzen Social-Media-Profile, whatever, Facebook, cool. Twitter, Snapchat habe ich jetzt angefangen, Instagram, also Podcast. Einfach mal Podcast, genau lifehacks.de, einfach mal nach Markus Meurer googeln, und ich glaube, dann findet man ziemlich viel. Genau, wir verlinken auch das alles in den Shownotes. Markus, hat mir total viel Spaß gemacht, und vielen Dank, dass wir uns so auch mal direkt kennenlernen konnten. Du ja als mein inspirierender Podcast, der mich dazu gebracht hat, Markenkonstrukt FM auf die Füße zu bringen. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr geil. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ja, Markus, bis bald. Danke. Ja, gute Reise. Dann, hau rein. Ja, hau rein, ciao. Ciao. Yeah.
Yeah, yes, yo. Thanks für deinen Support. Und wenn du noch mehr mit mir connecten möchtest, here we go. Erstens, komm in die kostenlose DNX-Community auf Facebook unter www.dnxcommunity.de. Ich bin jeden Tag am Start und helfe, wo ich kann. Zweitens, triff dich mit mir auf dem geilsten Event ever, der DNX Digitale Nomadenkonferenz im Mai in Berlin. Gehe dafür jetzt auf www.dnx-berlin.de und mit dem Code PODCAST schenke ich dir 20 Euro auf jedes Ticket. Drittens, folge mir um die Welt und trag dich auf www.dnx-berlin.de/news in den kostenlosen Newsletter ein. Viertens, folge mir auf Facebook, Instagram und Twitter unter Markus Meurer. Fünftens, gehe jetzt auf www.lhsupporter.de und werde Lifehacks-Supporter ab 3 Dollar. Sechstens, gehe auf www.podcastbewertung.de und hinterlasse mir eine kurze Bewertung. Am iPhone unten rechts auf die Lupe tippen, nach Markus Meurer suchen, Podcast antippen und auf Bewertung schreiben gehen. Yo, that's it. Peace and out.